Reitunterrichte in der Pferdesporthalle der SG Motor Barleben. Das ist ganz normal, nur liegen hier schon Weihnachtsbäume für Sonntag, den ersten Advent, bereit. Auf dem Platz, auf dem sonst die Springreiter trainieren, stehen schon Buden, denn wir haben einen kleinen Adventsmarkt vor, und zwar das erste Mal, seitdem wir halt den Reitsport hier machen. Ja, Mensch, die Vereine müssten irgendwas mal wieder auf der Reihe kriegen, dass man wirklich mal was gemeinsam wieder darstellt. Und da wir ja unser Kinderreiten schon langsam jetzt traditionell ist, haben wir gesagt, Mensch, wenn wir Kinderreiten machen und dann noch einen kleinen Adventsmarkt dazu, das wäre ein Traum. Ja, und Ponyreiten haben wir auch. Ja, das Besondere ist eigentlich, muss ich sagen, dass wir eben versucht haben, die Spezialitäten hervorzuheben, sodass wir zum Beispiel als Verein wie unseren Schmalzkuchen machen. Der Heimatverein macht Waffeln, Kaffee und Kuchen. Die Oldtimer machen traditionell ihren Grünkohl mit Kassler. Die Detlef Jungmann macht Leber mit Brötchen. Ja, und Ponyreiten haben wir auch. Die Feuerwehr ist auch dabei, die machen ihre Barleyball-Schmorwürste mit Brötchen. Glühwein macht Digi. Wir machen die anderen Getränke, also es ist für jeden eigentlich was dabei. Und Ponyreiten haben wir auch. Stockbrot habe ich mir sagen lassen. Das kommt auch noch, das machen unsere Reiter separat. Das haben sie sich einfallen lassen mit den Feuerscheinen, wollen so, dass das alles ein bisschen schön ist. Das soll einfach ein romantischer Tag sein. Also 14 Uhr fangen wir hier an, da sind auch schon die Ponys mit dabei. Und um 16.30 Uhr circa kommt sogar der Weihnachtsmann. Also Sonntag, 1. Dezember ab 14 Uhr auf dem Gelände der SG Motor Barleben. Erster Adventmarkt gemeinsam mit fast allen Barleber Vereinen.